Meine fünf Urse. Wenn man in einer Kleinstadt Geschichten über Leute schreibt, die es wirklich gibt, ist das so eine Sache. Das habe ich wieder mal erfahren, als ich zum Besten gab, dass es in meiner Nachbarschaft fünf Männer mit Namen Urs gibt. Eigentlich sind es ja wie gesagt sechs, aber einer will nicht erwähnt werden und das kam so. Meinst du eigentlich mich mit diesem Urs? Sagte kürzlich mein Nachbar Urs. Du heißt doch Urs, sagte ich, und du bist mein Nachbar. Schon, sagte Urs, aber ich habe nichts gegen Katzen gesagt und kein Wort gegen Eichhörnchen. Natürlich nicht, sagte ich, das war der andere Urs. Welcher? Ist doch egal. Was hat dir eigentlich gegen Eichhörnchen? Kein Mensch hat etwas gegen Eichhörnchen gesagt, sagte ich. Das hast du soeben erfunden. Trotzdem, sagte Urs, du bringst mich in Verruf als Katzenhasser. Die Frau Scheidecker legt mir seither ihre ausgelesene Schweizer Illustrierte nicht mehr vor die Tür und der Hugentobler lässt seinen Hund vor meinem Haus aufs Trottoir kacken. Und meine Frau guckt auch schon ganz komisch. Du bist doch nicht gemeint, wiederholte ich, das war der andere Urs. Erklär das mal der Frau Scheidecker, sagte Urs, und dem Hugentobler. Wär's dir lieber, wenn ich nichts mehr über dich schriebe? Eigentlich schon, sagte Urs. Also gut, sagte ich, versprochen. Ich fand mich mit dem Gedanken ab, dass ich zwar sechs Nachbarn mit Namen Urs habe, jedoch nur über fünf berichten darf. Unangenehme Sache. Am 1. Aprilwochenende aber geschah es, dass schräg über die Straße ein gemieteter VW-Bus vorfuhr. Der Mann, der ganz allein seine Möbel ins Haus trug, heißt mit Vornamen Urs. Jetzt habe ich also sieben Nachbarn mit Namen Urs und sechs, über die ich schreibe. Der dritte, der eigentlich der erste ist, weil er schon am längsten hier wohnt, ist nicht gemeint. Und der hat übrigens kein Wort gegen Katzen gesagt. Wirklich nicht.